Ein Eclair ist ein beliebtes französisches Gebäck, das in vielen Teilen der Welt geschätzt wird. Es handelt sich um ein längliches, hohles Gebäckstück, das in der Regel aus luftigem Brandteig hergestellt wird. Trotz seines köstlichen Geschmacks sind Eclairs nicht unbedingt gesund. In Wien zählen Eclairs jedoch nicht zu den am weitesten verbreiteten Desserts. Ein Umstand, den auch Laura und Alexandro Topp bemerkt haben und den sie nun dringend ändern möchten. In ihrem neu eröffneten Geschäft bieten die Topps stolze 23 verschiedene Eclair-Kreationen an. Im Interview haben Laura und Alexandro Topp uns erzählt, wie sie ihre Leidenschaft für Eclairs entdeckt haben und welche emotionale Bedeutung dieses süße Gebäck für sie hat. Mein Name ist Laura Topp und gemeinsam mit meinem Mann Alexandro Topp haben wir die Patisserie Topp 2 gegründet im 9. Bezirk. Es ist ein Familienunternehmen, wo wir Specialty-Eclairs anbieten. Ich habe das auch in Frankreich gelernt, dass die Familie meines Mannes hatte das auch zu Hause als Nachtisch gehabt. Und das war halt auch für meinen Mann, also hat einen emotionalen Hintergrund für ihn auch. Und natürlich haben wir uns auch das Markt angeschaut, wie in Wien es sieht, und es gab richtig nichts, was wir jetzt gerade haben. Also ein Lokal, was nur Eclairs anbieten kann. Das ist zum Beispiel Seven Heaven, woher auch der Name kommt. Es besteht aus 7 Layers aus Schokolade und drinnen hat natürlich auch einen Crunch und Schokoladenmus. Und deswegen ist es besonders, dass jeder Layer wird von der Schokolade temperiert und dann in dieser Form dann eingesteckt. Wir bieten verschiedene Früchtesorten an, gerade jetzt im Sommer, wo man wirklich alles so fresh braucht. Aber wir haben auch eine Sorte, vegane Sorte. Es besteht aus Apfel.